Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute schauen wir mal in den Knack, ja, das war der Stuhl, Sephora Adventskalender, und zwar den für 49,99. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, ist der günstigste, der aktuell verfügbar ist. Die werden sicherlich noch weitere raushauen. Die sind ja immer so crazy, genau wie Douglas auch, ne? Und ja, der soll einen Warenwert von 92 Euro beinhalten. Mal gucken, wie der so ist. Also ich habe den etwas größeren davon ja schon ausgepackt und naja, und der hier ist ja noch günstiger. Und dann denke ich mir, okay, da erwarte ich jetzt nicht so das Allermeiste von. Die liebe Nicole, Chiquita's Place, stellt den auch genau jetzt vor. Also wenn ihr eine zweite Meinung sehen wollt, schaut gerne auch bei ihr vorbei. Und ich habe gesehen, dass Franka den auch hochgeladen hat. Also auch sie kann euch da vielleicht eine Meinung geben, eine Inspiration geben. Eine Meinung müsst ihr euch selber bilden. Aber genau, dass ihr euch einfach mal die Videos alle anschauen könnt, um selber zu entscheiden, ob das ein Adventskalender ist, der für euch in Frage käme. Wenn das so ist, ist ein Link dazu in der Infobox. Da könnt ihr gerne reinschauen. Und ja, ich würde sagen, wir schauen mal. Ne? Das ist ein Kläppchen-Adventskalender, was wir hier so drin finden. Dürfen und solltest auch du Teil der Crew hier werden wollen, dann abonniere doch sehr, sehr gerne meinen Kanal, wo es auch manchmal ein paar Sprachfehler gibt. Hier ist nichts unbedingt perfekt. Und ja, trete meiner kleinen, aber feinen Beauty-Community sehr, sehr gerne bei. Crazy, wie der da allein schon abchillt, ne? So nach hinten gelehnt, ja moin. Enthalten sind übrigens ausschließlich Produkte der Sephora Eigenmarke und das Ganze startet auch mit einer kleinen Mascara, die Love the Lift Mascara mit 5 Millilitern. Die dürfte es aber auch so im Shop zu kaufen geben. Die hat so ein Gummibürstchen, blende ich euch mal ein, das auch so bananenförmig ist. Also die sorgt halt auch wirklich für Länge der Wimpern. Wie soll man den denn hinstellen? Der fällt die ganze Zeit um. Meine Güte, der 2. Dezember enthält ein Reinigungsprodukt, was ich sehr sinnvoll finde. Und zwar ist es das Clean Skin Gel mit Präbiotika und da sind 15 Milliliter drin. Und da, ja, halt die Gesichtsreinigung immer der erste Schritt von unserer Gesichtspflegeroutine sein sollte, macht das auch Sinn, dass es mit drin enthalten ist. Das ist schön. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3. Dieses Scrunchie hatte ich schon in einem anderen Sephora Adventskalender und da habe ich gesagt, dass ich mir damit ein Spaceband machen kann. Yay, jetzt habe ich 2 und kann mir tatsächlich 2 Spacebands damit machen. Silvesterlook steht. Hier haben wir die Nummer 4. Und drin enthalten ist ein weißer Nagellack, kann man auf jeden Fall gebrauchen. 6,5 Milliliter ist, glaube ich, auch eine Originalgröße. Und ja, das ist Clean White, also einfach ein ganz normaler weißer Nagellack. Und hier sind ja auch nur Produkte von der Sephora Eigenmarke drin. Die haben alle ihren Wert, ne? Deswegen, das rechnen wir ja auch aus. Vielleicht ist das ja wirklich ein richtiger Knaller. Mal gucken. Am 5. Dezember fangen die jetzt mit ihren Masken an. Hat Sephora immer sehr, sehr gerne in ihren Adventskalendern drin. Ne? Weil die sind, glaube ich, sehr stolz auf ihre Masken, weil die auch wirklich gut sind. Aber ich brauche die jetzt nicht in Massen hier drin haben. Da mal so als kleiner Tipp am Rande für Sephora, falls sie das Video schauen sollten, was ich nicht glaube. Bringt doch mal einen Masken-Adventskalender raus. Ich glaube, das würden die Leute hart feiern. Auf jeden Fall haben wir hier eine Wassermelonenmaske drin. Quenching and Plumping Effekt, ne? Es ist ein schönes Produkt. Also man muss halt bedenken, so eine Maske, die kostet 3,99 €. Der Adventskalender 49,99 €. Passt, ne? Also das darf so auf jeden Fall drin sein. Das macht für mich auf jeden Fall Sinn, sofern diese komplette Geschichte abwechslungsreich gestaltet wird. Was ich hingegen richtig blöd finde, ist, dass sie an so einem besonderen Tag wie dem 6. Dezember, Nikolaus, einfach mal eine Probe quasi reinpacken. Ich glaube, die kann sie auch so kaufen, aber hey, Leute, das ist ein Sommerduft und kein Winterduft. Monoir Bubble Bath and Shower Gel, 7,9 Milliliter. Immerhin kannst du es halt auch als Schaumbad verwenden. Das heißt, man könnte fast schon sagen, naja, im Prinzip ist es doch ein Originalprodukt. Ja, Sammy ist da hinten am Schnaufen, ne? Der sagt schon, das kann doch wohl nicht wahr sein. Was ist da denn hier? Ja, also, ist süß, aber ich finde halt die, ja, diese Applikationsform etwas schwierig, um das mal so zu sagen. Vor allem, weil es halt der 6. Dezember war, ne? Am 7. Dezember haben wir einen Kajal drin enthalten, das ist auch so ein Klassiker, nee, ein Lip Liner, Classic Red, den habe ich selber auch sogar noch da. Ist ein schönes Rot, aber tatsächlich gar nicht so rot-rot, wie man das normalerweise so kennt. 0,025 Unzen sind das, da muss ich nochmal ausrechnen, wie viel Gramm das sind, um das dann auch werttechnisch umzurechnen. Also ein schöner roter Lip Liner, den man gut verwenden kann, aber wie gesagt, wenn ich den auf meine Lippen drauf mache, ist das gar nicht so rot-rot.
Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht und Sammy ist ganz gespannt, denn das ist sein Geburtstag. Hier habe ich die Sephora Hydrating Cleansing Wipes drin und da sind 10 Stück drin enthalten. Die sind gut, aber nicht zum Abschminken verwenden, sondern eher so für Swatches entfernen oder wenn ihr so Lippensachen entfernen wollt oder wenn es halt wirklich nicht anders geht, ihr irgendwo beim Zeltausflug seid und euch unbedingt abschminken müsst, warum auch immer ihr euch dann vorher geschminkt habt, dann ja, aber ansonsten ist sowas, wenn ihr eine sensible Haut habt, so wie ich, meistens etwas zu reibend. Also das kann ich persönlich nicht gut verwenden. Uff. In der Nummer 9 sollen wir uns freuen über diese Sticker. Ich glaube, das sollen Face-Sticker sein. Oder sind das Nagelsticker? Das Ding ist auf jeden Fall so schön gerollt gewesen, sodass ja im Prinzip auch die Dinger da drauf gerollt wurden. Nun ja, ne? Also es ist in Silber, es ist in Hellblau, was ich, oder Mintgrün, was ich schön finde, und in so einem schönen Weiß, aber. In der Nummer 10 darf es mit dem Maskengame weitergehen und da haben wir einen Black Hat Remover Nose Strip drin enthalten. Kann man machen, wenn man seine Poren so ein bisschen abziehen will, quasi, nicht die Poren, das was da drin ist. Ich persönlich greife dann aber lieber halt zu chemischen Peelings oder so, ne? Das ist halt ein bisschen nachhaltiger für die Haut. Die Nummer 11 ist aktuell noch leer. Und zur Nummer 12, zur Halbzeit, kommen Augenmasken daher. Anti-Dark Circles, das ist mit Koffein. Das finde ich schön. Und Blaubeerextrakt, ne? Auch das, schönes Produkt, definitiv. Kann man machen in diesem Adventskalender. Die wollen das halt, dass man das ausprobiert und das toll findet und nachkauft. Das ist auch verständlich. Ja, also bislang alles sehr, sehr pflegelastig. Ne? Vielleicht war in der 11 auch irgendwie ein Kajal oder so drin, dass es da dann noch irgendwie so ein bisschen mehr Make-up gegeben hätte. Ansonsten finde ich jetzt die erste Halbzeit klassisch, wie Sephora den günstigeren Adventskalender bestückt. Nämlich nicht ganz so bombastisch. Ich habe die 11 gefunden. Es ist eine Pinzette. Das ja, ist ein Tool. Ne? Kann man gebrauchen, wenn man möchte. Aber ja, ist okay. Jetzt habe ich hier den 13. Dezember. Das ist ein Topcoat und zwar mit 10 Millilitern. Das ist definitiv ein sehr brauchbares Produkt, was, glaube ich, jeder von uns, der halt irgendwie was Nagelmäßiges sich drauf macht, verwenden kann. Weil selbst auf halt so Nagelfolien könnte ich den jetzt drüber machen oder auf Gelnägel kannst du den drauf machen. Aber vor allem natürlich über Nagellack. Und so ein Topcoat ist ja auch wirklich so ein Allrounder-Produkt. Das braucht man schon. Und wir bleiben im Nagelbereich. Hier gibt es zwei Nagelfeilen zum 14. Dezember. Da ist er auf der einen Seite Sternchen drauf, auf der anderen Seite das Sephora-Logo. Auch sowas kannst du immer mal wieder gebrauchen und ist halt so ein klassisches Füllprodukt. Am 15. Dezember fangen sie an zu übertreiben und sagen, du sollst die Masken von Kopf bis Fuß verwenden. Und hier gibt es auch eine Fußmaske. Ja, das sind die Coconut-Fußmasken. Socken quasi. Auch das ist ein Produkt, was ich immer mal wieder auch verwendet habe, aber ich verwende halt lieber einfach Fußcreme und wenn ich mir die dick drauf gebe und dann halt Baumwollsocken drüber ziehe, habe ich einen viel, viel besseren Effekt, als wenn ich mir die für eine halbe Stunde oder so drauf mache, 20 Minuten. Ja, der 16. Dezember enthält einen Peeling-Handschuh. Ich glaube, den hatten wir letztes Jahr auch öfters mal mit drin und das ist, glaube ich, der erste Peeling-Handschuh des Jahres. Ne? Wir haben hier keine ausgesparten Finger, sondern es ist halt so ein Fäustling quasi und ja, ich mache da auch gerne mal eine Zweckentfremdung von, dass wenn Sammy dann sein Winterfell bekommt, dass ich mir dann einen links, einen rechts, einen links anziehe und dann halt so richtig durch sein Fell durchknete und dann auch helfe, dass das Fell quasi abgeht. Also dafür verwende ich die halt vor allem. Ja. Eine Woche vor Heiligabend kriegen wir eine Augencreme. Also wir kriegen schon so ein bisschen eine Gesichtspflegeroutine hier geliefert. Das sind 5 ml von der Brightening Eye Cream mit Hyaluronsäure. Es ist eine kleine Tube. Es ist jetzt keine super hochpreisige Marke, deswegen finde ich 5 ml ein bisschen wenig. Aber besser haben als brauchen, ne? Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Am 18. Dezember bekommen wir einen Kajal und zwar einen braunen Retractable Eyeliner in der Farbe 10 Matt Brown in Wasserfest. Auf jeden Fall ein Produkt, was seinen Wert hat, ne? Und dementsprechend finde ich es auch ganz nice. Hier unten hast du auch noch so einen Schwämmchen-Applikator, dass du damit halt auch wirklich ein schönes braunes Smoky Eye dir machen könntest. Ist, wie gesagt, ein hochdrehbarer. Sowas kann man gebrauchen. Und braun ist halt auch so ein bisschen, ich sag mal, sanfter, ne? Vom Look her, als wenn du jetzt einen schwarzen hier reinpacken würdest. Zum 19. Dezember werden wir daran erinnert, dass wir auch eine Lippenmaske verwenden können. Und das ist mit Kirsche und Hyaluron. Ne? Das ist also Kirschduft wahrscheinlich einfach nur. Sieht ganz süß aus. Herzlich willkommen im 20er-Bereich. Ich habe hier so Haarklipse drin. Die macht man sich so hier so an die Seiten ran. Du kannst sie damit auch Frisuren machen, aber die kann man auch gut verwenden, wenn man so seine Haare aus dem Gesicht haben möchte, wenn man sich schminken möchte zum Beispiel. Und farblich passen die natürlich hier auch zu diesem schmucken Scrunchie.
Ja, so im Endspurt Richtung Heiligabend überlegt sich der Adventskalender, dass wir auch ein bisschen mehr Skincare gebrauchen können. Denn am 21. Dezember gibt es den All Day Hydrator Hydrate and Glow mit 10 Millilitern und der soll Feuchtigkeit spenden. Und das ist auch ein Produkt, was man sicherlich toll als Primer verwenden kann. Also sehe ich das auch so ein bisschen als sowohl Pflege als auch dekorative Kosmetik mit ganz viel Goodwill. Am 22. Dezember, zweite und letzte Schnapszahl, haben wir in der Farbe Berry Red 6,5 ml von einem Nagellack drin enthalten. Das ist auch ein Klassiker. Also wir haben hier sehr viele Füllprodukte, sehr viele Klassiker drin enthalten. Ne? Denn so ein schöner roter Nagellack gehört doch zu Weihnachten wie sonst was. Einen Tag vor Heiligabend haben wir einen Spatel drin, ohne irgendetwas, was wir irgendwo rausholen müssten, glaube ich. Also ich weiß nicht, das Duschgel würde ich jetzt nicht unbedingt mit einem Spatel rausholen wollen. Ja, ne, kannst du halt für irgendwas verwenden, weiß ich nicht, wenn du einen Cremepot hast oder so und halt nicht möchtest, dass du direkt mit den Fingern reingehst. Der ist auch schön schwer, ist aus Metall, macht schon ein bisschen was her. Ich bin jetzt wirklich mal gespannt, was wir am 24. Dezember drin haben, denn im Prinzip haben wir ja schon eine Mascara. Eine Lidschattenpalette passt da nicht rein. Ist das vielleicht eine Haarmaske? Dann haben wir wirklich von Kopf bis Fuß die Maske, ne? Nee, ach guck mal. Ein Lippenmarker, Colored Lip Tint. Stimmt, wir haben noch gar keinen Lippenstift gehabt, wir hatten nur den Lip Liner. Ja, das ist 5 Gramm haben wir hier drin enthalten. Da muss ich gleich mal gucken, was das für einer ist. Ist auf jeden Fall ein schönes Weihnachtsrot so von außen. Yo, sowas hatte ich auch schon mal von anderen Firmen. Ist mir zum einen super schnell eingetrocknet, zum anderen auch manchmal sehr schnell schimmelig geworden. Die sind aber sehr, sehr cool eigentlich, weil das ist halt wirklich wie so ein Edding. Ne? Das ist ein krasser Lip Tint. Also wenn ich den jetzt swatchen würde ich das tagelang nicht abkriegen. Das könnte ich mir auch echt gut vorstellen für meine Adventskalender-Unboxing, sofern die Farbe passt. Abgefahrenes Produkt, weil das halt auch wirklich was ganz anderes ist als das, was wir in den anderen Adventskalendern von Sephora so gesehen haben bislang. Ich würde diesen Adventskalender als den absoluten Sephora-Klassiker bezeichnen, denn Sephora macht halt gerne die ganzen Masken rein und die haben das ja vollgeproppt bis oben hin, auch mit Füllprodukten und also wirklich bis zum Anschlag alles dabei. Das ist ja unglaublich, ne? Wenn die jetzt hier noch einen Duschpuffel reingemacht hätten, Halleluja. Ob man das Ding jetzt so braucht, keine Ahnung. Also ist das ein Adventskalender, den man sich so wünschen würde? Ich glaube, Sephora hofft ein Stück weit drauf, dass halt jemand den kauft, um den zu verschenken. Aber die Person, die den dann bekommt, denkt sich, oh geil, ein Adventskalender von Sephora, macht den dann jeden Tag auf und denkt sich, uiuiuiui. Also ich finde den jetzt nicht so den Knaller so. Ne? Also ich meine, nach dem Würfel habe ich mir auch schon gedacht, oh je, was soll der hier schon dann so bringen? Ne? Leider nicht ganz so viel. Was wirklich schade ist, weil Sephora hat richtig geile Produkte im Sortiment. Ne? Das muss man halt wirklich bedenken. Ich finde auch sogar in Relation zum letzten Jahr ist der hier sogar schon wieder die abgespecktere Version. Also der war letztes Jahr sogar noch besser bestückt. Weil letztes Jahr hattest du vielleicht noch so einen Lidschatten so mit drin, Mono-Lidschatten, ne? Worüber man sich so freuen würde. Ich weiß nicht, was das in einem 50-Euro-Adventskalender zu suchen hat. Da hätte man wenigstens das hübscher gestalten können. Das ist ja wirklich übel. Und ansonsten, ich weiß nicht. Ich finde den so ein bisschen komisch gestaltet. Das ist so, wir müssen einen günstigen Adventskalender rausbringen und der muss günstig produziert werden können. Und deswegen machen wir da halt die Sachen rein. So fühlt sich das leider ein bisschen an. Und das finde ich sehr, sehr schade. Denn Adventskalender sind dafür da, um neue Kunden auch zu inspirieren, dass man halt gegebenenfalls die Marke interessant findet und dann auch mehr davon kauft, ne? Ich glaube nicht, dass das der Adventskalender schafft. Abgesehen von den Masken, die wirklich gut sind. Ne? Das kann ich mir auch gut vorstellen. Aber die anderen Sachen, ich weiß nicht. Auch die Mascara kann sicherlich schön sein oder so. Aber wenn ich das hier auch so auf dem Tisch liegen sehe, das sieht nicht so nice aus. Also da hole ich mir doch um Längen lieber den von Essence. Da hole ich mir doch viel, viel lieber den von Manhattan oder so. Oder von Maybelline. Die haben so viel coolere Sachen drin. Weiß ich nicht. Wie seht ihr das? Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Wir können uns da mal gerne austauschen. Und dann wäre es hier von mir gewesen. Wenn es dir hier gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühle dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.